Guten Morgen. Es wird sehr, sehr häufig von Erwachsenen als schönste Zeit des Lebens bezeichnet, wenn man ein Kind gewesen ist. Das ist es aber de facto nicht. Ich möchte euch sagen, warum es das gar nicht sein kann und entsprechend mit euch in den Austausch darüber gehen und euch ein bisschen anregen, eure Lebensqualität nach diesem Video schon einen erheblichen, aber einen wirklich erheblichen Schuss nach vorne zu geben. Es ist so, dass man als Kind in eine gewisse Abhängigkeit hineingeboren wird. Man ist im Gegensatz zu vielen Tieren, die über unsere Erde streifen, überhaupt nicht lebensfähig, ohne dass Mama oder Papa oder das Kinderheim, die Babyklappe, was auch immer, dass sich dieser Menschen oder dass sich ein Mensch um uns kümmert. Sonst würden wir einfach sterben. Wir hätten null Chance. Und das heißt, wir sind in einer großen Abhängigkeit unterworfen. Und diese Abhängigkeit, die zieht sich ziemlich lange, weil der Mensch hat so ein System kreiert, ne? Unsere Gesellschaft hat ein System kreiert, wo man annimmt, wo man urteilt über gut und schlecht. Das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist böse, je nachdem, welche Begriffe man da benutzt. Und da ist es so, dass zum Beispiel ohne Wenn und Aber derzeit eine schulische Ausbildung wichtig ist, damit man in dem System auch wieder Platz findet. Das ist quasi so ein Zwang. Um in diesem System zu partizipieren, musst du gewisse Dinge tun. Auch wenn du gar nicht gefragt wirst, ob dieses System für dich passend ist. So, das heißt, du wirst auch abhängig gehalten. Du musst in die Schule gehen, um eine gewisse Anerkennung zu erhalten, die natürlich von uns als Belohnung wahrgenommen wird. Und so geht das dann die ganze Schulzeit über, dass du in einer Situation bist, wo, wenn du die Kinder fragen würdest, möchtest du denn hier sein? Wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, nein, das möchte ich nicht sein. Und dann sagt man aber, ja, du kannst das noch nicht so beurteilen. Ne? Du bist immer noch in der Phase des Kleinkinds oder des Kindes. Du brauchst noch mehr Erfahrung. So. Aber den Kindern selber die Erfahrung zu geben, das kommt natürlich nicht in Frage. Und selber die Freiheit zu geben, zu entscheiden, was sie tun und daraus viel schneller vielleicht zu lernen, nein, das ist nicht vorgesehen in unserem System. Das heißt, es ist vollkommen gewünscht, dass du abhängig bist. Du bist abhängig, dass du ja quasi, oder du bist insofern abhängig, dass du nicht deine eigenen Entscheidungen treffen kannst als Kind und nur mit dem, dass du halt aus dem System rausfällst, dass du kriminell bist, dass du eingesperrt wirst oder dass du verstoßen wirst oder einfach, ja, wenn man das ganz krass sieht und das ist eine Krankheit, also Krankenversicherung raus und so weiter. Es ist halt ein großes System, du bist abhängig gehalten und das geht eigentlich bis 18 Jahre oder bis zum Ende einer Ausbildung, hast du eigentlich keine Chance, unabhängig deine Entscheidungen zu treffen. So. Und wenn man das mal bedenkt, wie kann das die schönste Zeit deines Lebens sein, wenn du nicht selber deinem Herzen folgen kannst, wenn du nicht selber klar deine Entscheidungen treffen kannst. Das resoniert überhaupt nicht mit mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber lass uns das einfach mal so ein bisschen weiterentwickeln. Ne? Gut. Wir sagen, diese Abhängigkeit ist nicht so toll. So. Okay, wir wollen unabhängig werden, wir wollen unsere eigene Entscheidung treffen, wir wollen den Weg des Herzens gehen, wir wollen vielleicht unsere Träume finden und leben. Dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht, das ist ja gar nicht so einfach. Und wenn wir das tun, wenn wir sagen, okay, wir werden unabhängig, wir machen jetzt eben nicht nach dem Abitur unser Studium oder machen nicht nach dem Realschulabschluss unsere Ausbildung, oder sind schon 18, sondern machen einfach irgendwas. Ich hatte mal ein Interview mit einem jungen Mann, der ja, seine Schule einfach geschmissen hat, kurz vor Ende vom Abitur. Solche Entscheidungen, wenn man sowas trifft, dann wird man von der Gesellschaft, teilweise auch von der Familie, geächtet. So, und das ist ein ganz, ganz schwerwiegendes Instrument, was uns auch meistens hart trifft. Weil die fehlende Anerkennung und die Ächtung als soziales Wesen, das ist schon ein Instrumentarium, das wurde schon ja, ganz, ganz früher in der Menschheitsgeschichte immer wieder eingesetzt, dass Menschen ausgestoßen wurden aus der Dorfgemeinschaft. Die wurden nicht umgebracht, hätte man ja auch machen können. Die wurden ausgestoßen. Einer der größten Strafen, die es gibt. Und ja, und das ist ja sehr schwer. Vor allem auch deshalb, weil wir kennen, wenn wir unabhängig werden wollen, wir kennen das Gefühl ja nicht. Wie ist es denn, wenn wir unabhängig werden? Wie ist das Gefühl der Freiheit? Wie fühlt sich das an? Ja, wir haben ja immer dieses Gefühl gehabt, dass wir unter Zwang handeln müssen und da mit so eine gewisse Sicherheit verbunden. Und
die Menschen, die jetzt unabhängig, ob sie 18 sind oder ob sie 35 sind, sie fühlen sich so oft gebunden an Sachzwänge oder an Notwendigkeiten. Das muss man doch so haben, es geht doch gar nicht anders. Ne? Dass es sehr schwer ist, etwas zu wollen oder leben zu können, was man noch gar nicht erfahren hat. Und das ist so der Grad, wo sich sehr, sehr viele Menschen bewegen. Du lebst die ganze Zeit als Kind in der Abhängigkeit, dann hat irgendein YouTuber dir den Furz in den Kopf gesetzt, dass auch Unabhängigkeit eine Alternative ist. Also Unabhängigkeit im Sinne von unabhängiger. Man ist von allen abhängig, man kann sich nicht von allen lösen. Es geht einfach darum, seine Freiheit, seinen Herzensweg mehr zu gehen. Nur um das nochmal klarzustellen. Mittlerweile weiß ich ja als erfahrener YouTuber, dass jedes Wort gerne auf die Goldwaage gelegt wird und dass es gar nicht darum geht, den Gesamtkontext zu erfassen für einige Menschen, sondern einfach nur irgendwas zu finden, wo man einen kritischen Kommentar schreiben kann, der wirklich so rausgelöst einfach nur Zeit frisst, weil es mit dem Gesamtkontext nichts zu tun hat. Ja, Exkurs zu Ende. Auf jeden Fall werden Sehnsüchte geweckt, dass es etwas gibt und es werden da auch Begehrlichkeiten bewusst initiiert von Menschen, auch wie mir. Und dann geht es darum, aus der Abhängigkeit rauszukommen und das Problem dabei ist, und das ist so der Kernpunkt auch des heutigen Videos, dass man oft nur von einer Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit geht. Das heißt, man übernimmt ein Konzept. Man geht tatsächlich nicht seinen eigenen Weg, was Freiheit und Unabhängigkeit wäre, sondern man übernimmt ein Konzept. Ein Konzept von einem Menschen, der sich freiheitlich entschieden hat, der das kommuniziert, dem man das ansieht, dem man das anspürt, ne, und denkt dann, wenn ich mich so verhandle wie dieser Mensch, wie der Samuel zum Beispiel, also wie War Spirit, dann bin ich auch freiheitlich und unabhängig. Aber das ist eben der falsche Weg. Das ist ein Weg, der führt von Abhängigkeit zu Abhängigkeit. Und das Problem dabei ist, dass wenn man wirklich freiheitlich leben möchte, dann da entstehen Widerstände, ausgehend von seinem Erfahrungshorizont. Man hat so einen Tunnel, in den man gefangen ist. Und da ist es ganz schwer rauszukommen und da wechselt man den Tunnel nur allzu gerne gegen einen anderen Tunnel, der wieder schön, wo man so eine Sicherheit hat. Aber wirkliche Freiheit bedeutet eben auch Achtsamkeit zu sich selbst. Und das kostet Zeit, achtsam zu sein. Das bedeutet Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Menschen, dem Herzensweg zu folgen, anderen Menschen zu helfen. Das kostet Zeit. Geben, Sachen geben, das kostet Zeit, das kostet Geld. Und allgemein seinen eigenen Weg zu finden, wo keine Mauern eines Tunnels drumherum sind, das kostet Zeit, Geld, whatever. Und da haben so viele große Bedenken, wirklich große, große Bedenken. Weil sie aus einer Komfortzone herausgehen, einer grundsätzlichen Komfortzone. Nämlich, dass es keine Sicherheit gibt. Dass es Freiheit bedeutet Freiheit. Alles ist möglich. Ja? Wenn man in einem Tunnel ist, ist nicht alles möglich. Aber in der Freiheit ist alles möglich. Und da muss man bestehende Konventionen, bestehende, ja, Fallnetze, die man so aufgebaut hat, Komfortzonen, die muss man dann einfach wirklich einreißen, abschneiden, verbrennen oder was auch immer. Und das ist nicht so einfach. Aber wir müssen uns realisieren, dass wir als Erwachsene, dadurch, dass wir so geprägt wurden als Kind, wir sind in Abhängigkeit aufgewachsen. Irgendwann den Schritt in die Unabhängigkeit gehen sollten, weil das macht jedes Lebewesen auf dieser Erde ab einem gewissen Umfang, also jedes Lebewesen, was in der Natur lebt, ab einem gewissen Umfang, schon allein durch das Alter, stirbt derjenige, der für die Abhängigkeit hat, und da muss man klarkommen. Bei uns ist es oft so, dass die Gesellschaft so ein bisschen die Rolle übernimmt von den Eltern und dass man sich so ein bisschen in die Gesellschaft fallen lassen kann. Was einerseits auch gut ist, aber andererseits ist das halt eben auch so eine Komfortzone, wo man dann eben nicht rauskommt. Dann bleibt man so ein Bestandteil einer doch recht stumpfen, oft sehr stumpfen Gesellschaft, die überhaupt nicht mal ein Steinchen aus dem Tunnel rausklopft und guckt, was da noch alles sein kann. Und da gibt es Menschen, und zum Glück ist das so, die gibt es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, und ich habe das Gefühl, in der Zeit der digitalen Revolution, dass da viel mehr Menschen, viel mehr Inputs gesammelt werden, dass viel mehr Steine aus Tunneln rausgeklopft werden. Und ja, und das ist halt dann auch schön zu sehen. Und da kann man sich dann bewusst machen, ich habe jetzt eine eigene Verantwortung. Ich bin jetzt in einer Situation, ich bin nicht mehr abhängig. Ich bin wirklich nicht mehr abhängig. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Wir befinden uns hier im deutschsprachigen Raum.
Ich kann tun und lassen, was ich möchte, muss natürlich die Konsequenzen dann auch dafür tragen, was ich tue. Das heißt, wenn ich jemanden den Kopf abschneide, habe ich die Freiheit. Ich kann mir irgendein Messer kaufen und den Kopf abschneiden. Das kann ich machen, aber dann bin ich halt im Gefängnis. Das ist halt so. Man weiß gewisse Gesetzmäßigkeiten, was passiert, aber man ist unabhängig. Man kann unabhängig entscheiden. Keiner zwingt einen, irgendwie an einem bestimmten Ort zu sein. Ausgehend oder ausnehmend jetzt mal, wenn man jetzt im Gefängnis sitzt oder so. Genau. Und das ist geil. Das ist richtig geil. Also nicht, dass man jemanden den Kopf abschneiden kann, aber dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. So. Und dass ich wirklich meinen Weg gehen kann. Sowohl in meiner beruflichen Laufbahn, sowohl in meiner Laufbahn, in der Beziehung. Ich kann jeden lieben, den ich möchte. Ich kann alles tun, was ich möchte. Diese Freiheit habe ich und ich bin unabhängig. Und das ist so ein Geschenk, sodass ich das Video als sehr, sehr wichtig empfinde, das nochmal in die Köpfe der Menschen hineinzubringen, dass man sich löst von Tunneln, nicht von Abhängigkeit zu Abhängigkeit. Denn so ein Tunnel ist auch, und immer wieder, wenn ich Coachings habe, immer wieder, der größte Tunnel derzeit ist so der, gerade wenn so, also es gibt zwei große Themenbereiche, wo ich eigentlich immer mit den Menschen darüber rede. Es gibt ein paar Ausnahmen, was so Ängste, Depressionen und so angeht, aber im Großen und Ganzen sind es Beziehungsprobleme und berufliche Probleme. Und bei diesen beiden Sachen gibt es so jeweils so ein richtig fettes Dogma, so eine richtig feste Abhängigkeit, die man hat. Bei der beruflichen Sache ist es ganz klar das Dogma, ich will nicht in die Arbeitslosigkeit fallen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Die meisten Menschen, mit denen ich rede, inklusive auch damals meine Persönlichkeit, haben jahrelang in das System eingezahlt, um Menschen eben zu unterstützen, die im Rahmen der beruflichen Umorientierung sich was Neues aufbauen zum Beispiel. Und warum das nicht selber in Anspruch nehmen, wo man selber eingezahlt hat. So, und Menschen, die sind einfach, weil so dieser gesellschaftliche Status, hey, niemals ins Arbeitslosengeld ziehen, fallen, sonst bist du ein Schmarotzer. Und das ist so absurd, da das ALG 1 sogar schon noch eine Versicherungsleistung ist. Wenn jetzt ihr zum Beispiel einen Unfall habt oder eine Kfz-Haftpflicht, ihr fahrt irgendwo ins Auto rein, so ist es für euch vollkommen normal, dass eure Versicherung den Schaden bezahlt vom Auto. So, aber wenn ihr in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt habt, ihr habt ganz lange gearbeitet und ihr fallt dann in die Arbeitslosigkeit, dann sagen die Leute, oh nee, oh, nee bloß nicht. Na? Und dann, das ist jetzt die Versicherungsleistung, dann kommt das ALG 2 und das ALG 2 ist dann eine tatsächliche Sozialleistung, in die wir aber auch eingezahlt haben. Na? Also von daher, das ist so auch diese geistige Abhängigkeit. Ich kann mich nicht wirklich frei entfalten, weil dann würde ich ja ALG 2 bekommen. Einerseits aus einer sozialen Ächtung heraus, wo man absolut entgegenwirken kann, indem man es einfach ein bisschen nachdenkt und das ein bisschen wirklich, sag ich mal, in einer gesunden Relation sieht und natürlich auch mit seinem sozialen Umfeld, indem man sich eben in Kreisen bewegt, wo man wirklich darüber stark reflektiert, ob das Sinn macht, was derzeit an geistigen, an kollektiven Gedankengut in diesem Land zu finden ist. So, und die Zeichen weisen ja schon in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, weil halt eben dieses ALG 2 und die damit verbundene Ächtung überhaupt keinen Sinn mehr macht in einem Land, was vor Luxus strotzt. Ja, vor Luxus strotzt. Naja, das ist das erste Dogma. Das Beziehungsdogma ist das andere. Dass man da sagt, ich kann doch nicht eine Beziehung auflösen oder ich kann doch nicht eine Verantwortung, die ich habe gegenüber einem anderen Menschen, einfach so auflösen. Dass man so ganz eng miteinander verbunden ist und dass da keine Alternativen gibt. Und dass man da eben nicht erkennt, dass es Systeme gibt, die offener gestaltet sind. Und dass man dann das überhaupt nicht, also Systeme, vor allem das System der offenen Liebe. Ich bin überhaupt kein Fan und freie Liebe oder offene Beziehung, das sind keine Sachen, die ich empfehlen würde. Da würde ich tatsächlich eine monogame Beziehung empfehlen. Aber offene Liebe, das Konzept der offenen Liebe, was also nichts mit Sexualität zu tun hat, also nicht zwangsläufig was. Ich bin gerade dabei, mein Buch zu schreiben, genau über diese Thematik, weil das halt erstens ein Triggerthema ist und zum anderen halt eben so eine ganz große Abhängigkeit darstellt, nicht in seine Unabhängigkeit zu kommen und in seine Freiheit zu kommen, weil man seine Abhängigkeit von einer gesellschaftlich immer wieder über die Jahrhunderte initiierte und inszenierte durch Medien und durch unsere gesamte Gesellschaft ein Bild geschaffen wurde, wo wir das als nicht anders möglich wahrnehmen. So, aber wenn man darüber nachdenkt und darüber redet mit jemandem, wirklich bewusst damit redet, merke ich halt bei beiden Sachen, sowohl in der Beziehungsebene als auch in der beruflichen Ebene, dass die Menschen sagen, ja klar, das ist eigentlich so klar, ich weiß nicht, was in mir sich da regt.
Und ja, das ist halt so eine Sache, wo ich dann immer wieder erkenne, wow, es ist so wichtig, was ich tue. Es ist so wichtig, den Menschen zu zeigen, dass es Alternativen gibt und dass diese Alternativen sich für diese Menschen richtig und gut anfühlen, sowohl emotional, intuitiv, als auch verstandesmäßig. Ja. Ja, das soll es gewesen sein. Also, die Kinderzeit ist eine Zeit voller Abhängigkeit. Erstens von der Natur gewollt, eine gewisse Zeit, aber das wird künstlich verlängert bis zum 18. Lebensjahr oder Ende der Ausbildung. Und dann habt ihr die Chance, unabhängig zu werden. Dann habt ihr die Chance, wirklich mal das Leben zu leben, was für euch konzipiert wurde. Nämlich ein freiheitliches Leben, ein Leben, wo man das Gefühl hat, wo man früh aufsteht und voller Dankbarkeit hinausgeht und sagt, ich lebe jeden Tag. Und das ist so unbezahlbar und da lohnt sich jeder Zeitaufwand, den ihr diesen Weg geht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir eure Kommentare unten in der Kommentarfunktion da. Bin sehr gespannt. Wir sehen uns übermorgen wieder. Euer Samuel.